Hallo und willkommen zurück zu Wir haben keine Ahnung, was ihr gemacht. Nein, ich habe keine Ahnung, was ihr gemacht habt. Ich weiß, was ich gemacht habe. Praktisch, gell? Ja, das ist hilfreich. Das ist aber du willst es sicherlich sehen, oder? Unbedingt. Gut, dann komm doch mal mit. Ich suche derweil unsere Collector-Golems. Weil tatsächlich gibt es auch ein bisschen was zu erzählen. Und das interessiert dann nicht nur den Jojo. Der auch mal wieder da ist. Yeah! Yeah. Yeah. Ja, wie du siehst, wir haben ja jede Menge neue Crafting-Tables-Dinger da. Wie heißen sie? Crafting, Logistics-Crafting-Tables gebaut. Eins, zwei, drei, viele, ja? Ja, mit jede Menge Rezepten für Zeug, ja. Zeug, Computer, genau. Danke. Computerzeug. Und dann haben wir... Computerzeug. Genau. Dann haben wir jetzt mittlerweile hier an diesen Kisten die Sachen ins ME reinpumpen. Ich habe da mal hinten ein MK3-Extractor dran gepackt. Das MK3. Mal ja, das musste einfach sein, weil dauert immer so ewig. Blub, weg. Ewig. Cool. Das geht richtig schnell. Genau, und dann haben wir ein bisschen Spaß. Ein bisschen Spaß gehabt, weil wir Kakteen gebraucht haben. Und haben ein bisschen, der Flo hat ein bisschen Kaktus hergezaubert. Mit Botania-Magie. Ja, voll natürliche. Black Magic, genau, ja. Und deshalb haben wir jetzt Nature hier, Magic. Deshalb haben wir jetzt hier auf einmal ein Kaktusfeld, wo schon ein bisschen Kaktus gewachsen ist. Und ich bin mir nicht sicher, wir haben ja das letzte Mal da ewig gebraucht, um da so Wasserblöcke reinzupacken. Ich habe den Eindruck, dass die da nicht so gut wachsen. Zumindest sehr, sehr, sehr langsam. Und jetzt habe ich die einfach mal ersetzt durch Komplettsand. Und jetzt wachsen sie. Und das ist irgendwie besser. Und sagst du. Ja, das sage ich. Ich habe noch nie was davon gehört, dass Kaktus neben Wasser nicht wächst. Deshalb war ich da ein bisschen verwundert. Was ein bisschen blöd ist, weil wir jetzt ewig damit verbracht haben, die Wasserdinger da zu bauen, aber Mist, kaputt gegangen. Ja, aber jetzt wachsen sie und die werden im System schon automatisch umgewandelt in Kaktusgrün. Sehr gut. Genau. Und ansonsten habe ich noch einen Creeper gefunden, der oben im Baum war. Hat sich als Vögelchen getan. Den hast du auch schon getweetet. Den habe ich auch schon getweetet, genau. Den Vogel, ja. Genau. Zwitscher. Good. Richtig. Ansonsten, soweit sind wir. Cool. Cool, yo. Ich muss euch schimpfen. Ivo. Weil erstens kann man, wie heißen sie, Relays auch an Nicht-Posts befestigen. Nachdem ihr wurscht. Viel Informationen verbreitet habt. Ivo. Und wie? Wir verbreiten gar keine Informationen. Du packst sie einfach irgendwo dran an die Decke. Die Aha. dürfen halt... Das hat nur bei mir noch nie funktioniert. Aber okay. Bin mir recht sicher, das mache ich hier sogar irgendwo. Dachte ich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Oh, eine Slab. Ja, auch immer. Also ich bin mir eigentlich recht sicher, dass es funktioniert nicht, dass ich jetzt viele Informationen verbreite. Hihi, es wäre ziemlich lustig. Wahrscheinlich. Flo, du suchst Golems oder was? Ich suche verzweifelt nach den Golems, ja. Ja, mir ist nämlich aufgefallen, nachdem ich ja hier immer mit unserem tollen Ring durch die Felder laufe, dass die Sachen irgendwie nicht mehr... Ja, ich glaube, der steckt wieder irgendwo in der Wassermühle fest. In der Wassermühle? Jedenfalls wird da das Icon auf der Minimap angezeigt. Yep. Ich muss nochmal runterbrüllen. Okay. Die sehen wir wohl nicht, oder? Minimap. Okay, jedenfalls suchen wir gerade nach den Golems, yep, die hallo Sachen Golem. Einsammeln. Und wie bist du da hingekommen? Ihr habt ein Jetpack gesucht. Das What ist in diesem... Wie bist du da hingekommen? Passeter. Kackviech. Drin. Echt? Hä? Jojo, schau dir das mal an. Hä? Aber, er hat noch eine Baumwolle in der Hand. Das ist auch sehr schön. Das ist ganz toll für ihn. Er hat die Baumwolle gerettet. Mhm. Ja, das ist sehr auf... Naja, gut. Also sie sind noch da. Man weiß nur nicht so genau, wo. Komm, da kannst du durch, oder? Ja, braver Golem. Bin ja der jetzt wieder hoch. Ja! Da kommt er. Yeah. Fällt er gleich wieder runter, pass auf. das Jetpack, das ihr gesucht habt, ja, befindet sich in diesem Capacitor. Was? Wo? Hier.
drüben. Ja. Ja, da gucke ich nicht. Warum da? Weiß gut, jetzt, haben wir zwei Ersatz-Jetpacks. Ist doch toll, dann kann einer da hinten hin und einer da, wo er hin soll. Schön. So, wenn ich das richtig verstanden habe, was auch daran liegen kann, dass ich euch damit beauftragt habe, ist, dass der Computer dafür gedacht ist, Welcher Computer? Der Computer, der durch die Sachen, die Rezepte, die ihr in Auftrag gegeben habt. Vielleicht? Vielleicht? Welche Rezepte? Vielleicht. Ihr habt doch gesagt, ihr habt Rezepte gemacht. Übrigens, die Kiste, die hier dran ist, ist genauso abtransportfähig für Zeug. Genauso mit MK3. Ah, da oben ist eine Kiste. Die habe ich da auch mal. Gut. Ich bin mal gespannt. Ich requeste mal ein Screen Tier 3. Was fehlt? Obsidian. Nein, 2. 2 bitte. 3 reicht's. 3 braucht man nicht. Das ist Overkill. Obsidian. Da Way steht Overkill. Aber Tier 3 recommended. Das ist aber Overkill. Dann machen wir halt Tier 2. Also ich finde, das ist Overkill. Ja, wahrscheinlich, aber fehlt trotzdem ein Redstone und ein Rose Red. Tja, das ist schade. Also hat sich mal jemand um Redstone gekümmert. Mhm. Wieso haben wir kein Redstone mehr? Weiß ich nicht, weil ich keine Redstone geholt habe. Aber wir hatten da mal viel. Ach ja, unser Roboter übrigens, den wir beim letzten Mal ja wieder angeschlossen haben und der dann wieder im Öl rumgetunkt ist, der steht jetzt wieder an einem Platz, wo er nicht stehen sollte übrigens. Der ist eins versetzt zur Ladestation. Ich geh mal buddeln. Mach mal. Wollte ich. Ich schmeiß mal das Redstone Dance Ore in die Segmill und dann in die Enrichment Chamber. Dann haben wir wieder ein bisschen was. Mhm. Also es ist jetzt nicht schlimm, dass der Roboter steht, weil er hätte ja eh nur im Öl rumgeschwommen. Aber kann es sein, dass wenn er während er Sachen verfolgt zurückgeht, da einen Fehler drin hat? Dass er da irgendwie... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich vermute mal, dass der so viel im Öl rumgeschwommen ist, dass er vielleicht dann doch irgendwann mal das ein bisschen zu weit war. Keine Ahnung. Aber das interessiert ihn ja im Prinzip nicht, ob es Öl ist oder nicht. Prinzipiell nicht. Ja, im Prinzip. Oh. Rose Red, genau, ist Poppy-Dingens da. Ah. Look at what I found. Oh. 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 So. So, an der Stelle, wenn wir da schon gerade dabei sind und ich wieder hier mit meiner alten Pickaxe ein bisschen rumbuddel, die nicht sehr schnell ist, ich würde mir sehr gerne einen neuen Hammer und einen Excavator und alles Mögliche bauen. Hätte nichts gegen ganz tolle kreative Ideen aus den Kommentaren. Also schnell wäre toll. Und genau, also bitte postet vor 2 Wochen, damit wir es morgen sehen. Genau. Gebt euch mal ein bisschen Mühe. So, dann halt 2x Rose Red. Meine Waffe haben wir ja schon. Mhm. Die hat ja wunderbar, die funktioniert auch wunderbar, das haben wir ja gelernt, Geflo. Der hat Waffeln? Ja, Waffeln. Unsere Waffe, die funktioniert ja wunderbar. Mhm. Ja, Skelette sind da super schnell tot damit. Mhm. Ja, und ich auch. Ja, vor allem Skelette. Ich bin kein Skelett, ich hab nur eins. Was sagst du? Da habe ich Grafikkarte Tier 2 herstellen. Ja. Oder ist das auch Overkill? Nee, das braucht man für Tier 2, so gesehen. Da fehlt immer noch Redstone. Hm, verdammt. Kommt grad. Ich finde nur Lapis. Grad. Incoming demnächst, wenn das rausgepumpt werden würde. Bin ich jetzt nicht rausgepumpt, weil das nicht kennt. Okay, ich muss mal raus. Du wird nicht rausgepumpt, weil das hier Crafting ist. Ja, eben. So, bitteschön. Da einmal Redstone. Ich pack das mal ins System. Hast du wieder? Oh, guck mal, ich habe Redstone gefunden. Cool. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen einen Screen. Wir brauchen einen Screen, eine Grafikkarte. Festplatte wird nicht schaden wahrscheinlich. Ja, eine Grafikkarte Tier 2. Ja. Missing 7 Iron Nugget. Oh, wir haben kein Rezept Eisen in Iron Nuggets. Das lässt sich einrichten. Soll ich machen? Machst du? Ja. Passt auf, dass es das richtige Iron Nugget ist. Ja, das müsste. Das bei Default eh, aber ich weiß nicht. Das rötlichste. Rötlichste. Es gibt 1000 Iron Nuggets. Ja, schick. Wir haben jetzt überall immer das von Thomcraft eingestellt, was normalerweise das ist, was rauskommt, wenn man. Ich brauche noch eine Crafting Pipe. Dann eine Internet Card brauchen wir, da haben wir noch eine. Perfekt. Dann brauchen wir ein Keyboard. Board.
cool. Missing 37 Buttons. Willst du auch noch ein Rezept für Buttons machen? Oh, dachte ich, hatte ich. Okay, ja. Vielleicht nicht angeschlossen. Festplatte, Hard. Was für eine Tier 1, oder? Ja, ja. Ich möchte übrigens keine Tastatur aus Stein-Buttons haben. Hast du eine Ahnung? Das sind die besten ever. Brechen nicht so leicht. Ja, ja, die haben so tolles haptisches Feedback. Was brauchen wir noch? Memory. Wie viel reicht da, Tier 1? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Gut. Yay, Eisen davon haben wir. Sollte Keyboard funktionieren? Nein, aber das andere sollte funktionieren. So, das andere, das war die Graphics Card. Tier 2. Missing one clay. Keyboard sollte jetzt auch funktionieren. Ist das das Shaped oder, also Clay Block oder was? Ich weiß es nicht. Nachdem beides so heißt, ich vermute mal. Mache ich mal ein Clay-Rezept von Clay zu Block. Ja. Also unser Mining Age ist echt der Wahnsinn, vom wie verwinkelt das ist. Du buddelst in eine Richtung und du findest 4 neue Gänge, die in der wir schon waren. Das ist ein Knaller. Okay, sollte gehen. Ah, Knöpfe passieren hier gerade. Na. Viele, viele Knöpfe. Wir haben uns übrigens, war das nach der Aufnahme mit den Schildern? Das war, glaube ich, nach der Aufnahme. Überlegt, ob wir noch Schilder dran pappen an die ganzen Crafting-Pipes. Dass wir sehen, wo was ist, in welcher, wo was hergestellt wird. Oder, Flo? Haben wir? Das war, haben wir beide. Ah, das haben wir, stimmt. Jojo, das waren wir beide, richtig. Ich weiß von nichts. Ja, genau. Und wir haben uns dagegen entschlossen. Also prinzipiell coole Idee, aber bisschen teuer, weil verbraucht Diamanten und mit Diamanten. Einmal aber nur das Item herzustellen. Das. Apropos Diamanten, ich habe gerade ein Dance Diamond Ore gefunden. Wuhu! Daniel, das Ding verbraucht sich doch nicht. Das ist ein Diamant, damit du das Item herstellst, mit dem du den ganzen Schmarrn dann machen kannst. Ach so. Ich dachte, das ist jeweils einmal das Schild. Nein. Ah, cool. Das wäre total, sinnlos. Ja, eben. Deshalb ja. Gut. Na, dann können wir es ja doch machen. Geil. Okay, ich hätte jetzt hier ein Case. Ich hätte hier ein Screen, ein Harddisk. Ich könnte mir die Internetkarte tatsächlich auch noch holen. Mhm. Was wir auch noch bräuchten, wäre ein Computeranschluss von Big Reactors. Jupp, und eine, wahrscheinlich nochmal eine Boot-Diskette, weil wir da wahrscheinlich gerade keine haben. Guter Punkt. Mach ich das nochmal kurz, jupp. Computerport müsste es sein. Was braucht der denn? Eine Network-Card und einen Adapter. Oh Gott. Ich bezweifle, dass ich das Ding rein habe. Na, nachdem wir keine Computerrezepte haben. Den werden wir aber nie wieder bauen. Ja, dann baue ich den per Hand. Den werden wir wahrscheinlich nie wieder bauen. Dann gib mir mal eine Network-Card. Dann 4 Reaktor-Casing. Wahrscheinlich fällt uns gleich in der nächsten Folge ein. Hey, lass uns noch ein zweites davon bauen. Würden wir ihn eher größer bauen. Ein Adapter. Du hast Adapter nicht gemacht, die Rezepte für. Wir haben generell von den Blöcken, glaube ich, fast nichts gemacht, weil wir es jetzt nicht gebraucht hatten. Braucht den Adapter? Kann er nicht dort angeschlossen werden? Fürs Crafting braucht er einen Adapter. Ah, dann will ich ja noch kurz ins Mahnen für. Machst du einen? Yep. Adapter. Na. P. Da. Ploink. Und Pipe. 2 Gold. Ploink. Ploink. Shiny. Oh. Was? Wir haben kein Gold mehr. So, jetzt kannst du den Adapter auch noch craften. Ja doch, wir können Ding. Adapter. Ein Cable fehlt. Cable auch nicht? Okay. Cable haben wir und sein nicht. Okay. Das lässt sich fixen. Da hättet ihr dann die Nuggets gebraucht. Cable. Ja, craften davon haben wir bisher eh noch nichts. Wir haben bloß die Rezepte gemacht. Na gut. Ja? Wir sind sehr theoretische Crafter. Wie kann ich dich jetzt dazu bringen, dich nach dazu? Warum? Hä? Was denn? Warum hat das jetzt nicht übernommen?
Gott damit. Ich habe doch gesagt, du sollst das hier kennen. Ah, jetzt geht's. Okay, gut. Ich hoffe, ihr habt nicht irgendwas anderes kaputt konfiguriert. Nee, müsste schon passen. Das ist auf jeden Fall eine Crafting, ohne dass irgendwas angeschlossen, wie auch immer. Was? Ein Adapter. Wo, was? Drüber ist eine Crafting Logistic Pipe ohne, oder? Sieht das nur so aus? Ah ne, die geht in die Richtung jetzt. Okay, passt. Gut. Also viermal davon. Zweimal davon. Wo ist meine Floppy Disk hin? Wo ist mein Adapter? Oh, guck mal, ein neuer Gang. Ah, was müsste ich? Oh, wir haben kein Rezept für Lever. Sehr gut. Weil der braucht sowas schon. Jetzt zu low-tech. Komplett überbewertet. Wo ist er denn jetzt? Da kommt er. Wieder einen neuen Gang gefunden. Mit Lava. Und dann haben wir einen. Oder auch nicht. Doch, hier. Also Redstone habe ich viel gefunden. Reactor so. Computer Port. Dann nehme ich mal den ganzen Schmarrn mit. Oder, ja. Hm? Ich kümmere mich noch um das Buch und die Dinger da. Oh, ich habe Bedrock gefunden. Haben wir noch irgendwas? Das war es eigentlich, oder? Strom sollte ja direkt an den Computer gehen, oder? Ja. Gut. Aber Stromanschluss könnte man noch brauchen. Du meinst die HV-Zeugs-Bedienz? So, einmal Wire Floppy und einmal und Connector. Pirum. Okay. Gut. Und zwar verwenden wir oder wollen wir das Programm nicht selber schreiben, weil da sind wir viel zu faul. Und zwar kann man einfach... Ach, hier war noch eine OpenOS-Floppy. Ach, shit. Nein. Wurscht. Kann man einfach mal im Forum von Open Computers schauen. Da ist ein Thread, das Forum erreicht man über oc.sil.ly, falls ihr es noch nicht wissen solltet oder gefunden haben solltet. Und da fehlt ein Chunk. Und da... In dem Forum? Vielleicht. Mhm, genau. Und da gibt es einen Thread, wo eben Leute ihre Programme posten für Open Computers. Und unter anderem sind da mehrere Steuerungen für Big Reactors drin. Und eine davon wollen wir jetzt eben probieren. Ich versuche jetzt hier gerade mal, dass der Chunk so wirklich unloaded wird, was irgendwie nicht so wirklich gut funktioniert. In der Hoffnung, dass jetzt endlich der... Ah, ich glaube, ist da. Nee, doch nicht. Was war das denn? Oh, geh weg. Gut. So, genau. Und da eins davon, was uns am vertrauenswürdigsten aussah, haben wir jetzt ausgewählt und das wollen wir benutzen. Gut, wo sollen wir den denn hinbauen? Ich hasse DevNulls. Irgendwo hier. Ich hätte fast gesagt irgendwo hier, weil da ist der Stromanschluss in Reichweite. Ja, ich meinte irgendwo in diesem Raum. Dann könnten wir theoretisch die Transport-Pipes andersrum führen. Könnten wir theoretisch, ja. Oder... Also, dass jetzt dann die ganzen Sachen aus den drei Pipes rausfliegen. Oder wir schauen einfach, dass wir das mit Strom irgendwie hinkriegen. Dann nehme ich das hier mal weg, das Casing. Sollte ja passen, muss ja nicht... Ja, sollte. Genau, und dafür sollte das hin. Kann man in die Ecke packen? Hm? Ach, man kann es auch in die Ecke packen, okay. Ich glaube, es geht nicht. Na eben, genau, okay. Das muss also ein Glasberg machen, das da hinsetzen. Ja. Dachte mir schon. Das war interessant. Ja, dann machen wir hier das Glasberg, das schöne Glas. So. Besser. Gut, und da bauen wir direkt den Computer Case daneben dran, richtig? Ja, warum nicht? Oder? Ja, machen wir. Mach, was du willst. Den Monitor drunter? Ja. Mach mal. Dann. Ich bin gerade blind. Wo ist mein Keyboard? Da? Ach, stimmt. Haben wir Disk Drive nicht, ne? Nee. Das hängt das früher im Roboter verbaut, ne? Dann hole ich mir noch eins. Rezepte für. Was hast du denn da gemacht? Graphic Card und Internet Card ist jeweils Tier 2 und in einem Tier 2 Computer passt nur ein Tier 2 rein. Ja, mein. Dann Copy-Paste halt. Dann Copy-Paste halt. Copy-Paste was? Das Programm. Wohin? Ach so, jetzt. Auf den Computer? Jetzt.
Muss es halt gegebenenfalls aber machen, weil man bloß eine gewisse Anzahl an Zeichen gleichzeitig kopieren kann. Du Aber hattest das doch offen, dann da machst du das, weil ich hab's jetzt ich gerade habe nicht das mehr. offen. Ja, du hast. Ich war drüber geguckt. Wir haben übrigens die CPU vergessen. Die ist absolut irrelevant. Braucht man nicht. Nö, Mit wieso CPU. denn? Ich meine, ich könnte natürlich eine APU bauen, dann braucht man keine Grafikkarte, aber. Ja, wie du willst. Braucht wahrscheinlich eine Tier 1 dafür, oder? Ach nee, lass mal. CPU! Da einmal bitte, danke. Okay, läuft. Ich schaue da mal derweil den Kabeln zu, wie Sachen durchfliegen. Yay! Zoom, 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 zoom. Gut, und das Ganze Flunk, braucht natürlich noch zoom. Strom. Flunk, flunk, flunk für die Nuggets. Flunk, flunk. Noch ein Ingot. Das wäre jetzt noch ein Noch bisschen mehr Nuggets. lustig. Flunk, flunk. Schauen wir mal. Mehr Nuggets. HV-Wire Flunk, flunk, Connector flunk. dahin. Flunk, 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 flunk. Zoom. Das macht so Spaß, dazu zu schauen. Kenne Ja, ich. da bin ich fast dagegen. Also das ist der einzige Nachteil, wenn wir da die Schilder vorne dran pappen, dann sieht man es nicht mehr. So gut. Ich meine, die Kabel an sich siehst du immer noch. Oder wie groß sind die Ja. Schilder? Ich weiß nicht, wie groß die Schilder sind. Die sind schon nicht klein. Also Also wenn sie langsam nicht den ganzen Block einnehmen, sieht man es ja noch, aber. nicht 100%, aber schon einiges. jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier am blödsten rüber? Ich vermute fast, dass wir Die hier im Lötzten. Wir Post. können auch einfach die Universal Parting Cables nehmen, aber. Oder wir bauen hier ein Post hin. Das ging ja schon mal grandios nicht. Hallo? Hallo. So langsam müssen wir mal wieder What? neues Warner finden, so essenstechnisch. Hä? Ich hab noch was. Bin das ich oder funktioniert gerade das Ding nicht? Habe ich nur einen Anzeigebug oder wird hier der Post nicht ausgefahren? Ich hab Post. Hier oben. Der ist ohne irgendwas dran. Wahrscheinlich stehst du im Weg. Ja, ich hab's auch. Ah ja, ich glaube, ich stehe drauf. Okay. Ah, tatsächlich, man sieht ihn bloß nicht. Das ist cool. Weil Hilfreich. warum sollte man ihn auch sehen können? Das würde ja voll Sinn machen und so. Da braucht doch kein Mensch. Brauchen wir nur noch ein Relay. Voll unnötig. Relay. Nicht Relay, Relay. Eins und ein HV-Wire-Coil. Zwei Stück, vorsorglich. Ah, eins hätte gereicht, aber wurscht. Ja, damit. Und ja, damit. Gut. Bin ich gespannt, was passiert, wenn ich das Ding draufsetze. Weil dann auf einmal auf die Idee kommt. Oh ja, da ist ja was. Ah, jetzt wird es mir auch angezeigt. Mir noch nicht. Immer noch nicht. Das hängt jetzt in der Luft, das Ding. Ist toll. Dim. Eins. Dim. Perfekt. Dann So. schauen wir mal. Klonk. Yay! Er tut was. We got the power. Agathe Bauer. Ratu Ratu. Gold, Ratu. Ratu. Good. Ratu. Not enough memory. Oh, sehr gut. Dann bauen wir vielleicht noch ein Memory-Modul. Ich mach mal noch eins. War es früher nicht so, dass es auf Bedrock-Höhe immer so ein bisschen Neblig war? neblig war? Es Ja. gibt irgendwie Mods, die das disablen. Vielleicht haben wir da einen drin, ich weiß es nicht. Ich meine, finde es jetzt nicht schlimm, aber. Warum braucht das Ding so viel Memory? Weil das OpenOS schon mehr benötigt Wahrscheinlich, ja. oder? Gut. Anzunehmen. Was du alles in deinem OpenOS drin hast. Ich gar nichts. Du, nein, du doch nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr angefasst. Die letzten Änderungen waren alles Pull-Requests. Sehr gut. Dum-di-dum-di-dum-dum-dum. Crafting Memory. Dum-di-dum-di-dum-dum-dum. Schauen wir mal zu beim Rumfliegen. Kommt Memory zurück. Yay. Und du hast jetzt Ich hab's. gleich was Dickeres gebaut. Sehr gut. Nee. Nochmal Nicht? eins. Nee. Einmal mal ganz normal, was beliebt ist. Im Zweifelsfall komme ich dann zum Craften zu einer Grafikkarte oder sowas. So, was haben wir? Chunk-Lade, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da, wo ich bin. Ah!
der letzte Chunk, der nicht geladen war, natürlich. Ja, ja, genau. Weil, ne? Und so. Wäre ja hilfreich. So. Das so, letzte Teil. Genau. Plunk. Hallo. So. Tada. Mach das Ganze erstmal Festplatte drauf. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Mhm. Mann, Flo. Mhm. Programmier mal schnellere Moment. Wir hätten auch dann das Tier 3 bauen können, ja. Und Tier 3 Memory und alles, dann wäre schneller, aber. Gut. Dann mach das mal. Dann können wir den hier wegbauen. Wunderbar. So, und jetzt wollten wir da irgendwie ein Programm für Rektorzeug machen, ne? Genau. Ups. Schauen wir mal, wo war das? Was ist da vorgelinkt? Den Link werden wir übrigens wieder mal unter das Video packen. Schauen wir mal, gibt es das auch als Rohvariante irgendwo? Das ist ja toll. Ja, viel besser, okay. Dann einmal in meinen Trusty Text Editor, damit ich Zeilennummern habe. Und dann schauen wir mal. Boink. Ich kann schnell tippen, ne? Mhm. 257, das ist das Ende, okay. Und Turn Clear ist das jetzt. Ich hab, okay, passt. Cool. Aber und das führen wir jetzt einfach mal aus. Ploink. Wir haben eine Tier 2 Scream. Wir haben eine Tier. Mhm. Wir haben nicht bei Cable from Computer Port to Computer, aber das wir haben direkt. Rushed. Ja, das passt schon. Keyboard ja, ja. Haben wir. Ja. Alles passt. Okay. Dann drücke ich jetzt hier mal Select a Reactor. Okay. Ja. Den da. Ja. Ja. Okay. Okay. Mhm. Also ich glaube, den Energy Buffer ist ziemlich leer. Fuel Level auf Enable Auto Power. Genau, wollte ich gerade sagen. Also ich wollte nur kurz erstmal durchgehen. Also Energy Buffer läuft ziemlich leer. Fuel Level ist ziemlich gut. Reactivity ist anscheinend auch recht okay. Dann drücken wir hier mal auf Enable. Und jetzt sieht man, wie er hochfährt. Cool. Ah, das heißt, beim roten Streifen wird er wahrscheinlich einfach rausgehen. Und beim grünen, wenn er drunter kommt, geht er wieder an wahrscheinlich. Genau, würde ich auch sagen, dass das ist, was man gut. So... Gut, gut. Genau. Ja, dann lassen wir jetzt einfach mal laufen. Da könnten wir jetzt nochmal auf Configure gehen. Und da könnten wir jetzt hier noch einstellen. Das Minus bei den Wurzeln. Plus, Minus, genau. Also das muss ich sagen, ist ziemlich cool, weil das ist ungefähr das erste grafische Programm, das ich für Open Computers gesehen habe. Hast du noch nicht gesucht, aber ja. Ja, also jetzt in... Bei uns. Bei uns, ja. Ja. So ja, selber. Es gibt noch so ein Paint-Programm, wo du wirklich rumpainten kannst. Es gibt einen grafischen Editor für Hologramme. Mhm. Schließlich, oder es gibt noch ein paar. Ich will ja Paint schon in Windows nicht nutzen. Ja. Das ist ja auch Windows. Das Interessante ist, dass der Buffer sich nicht füllt. Ja, wahrscheinlich, weil der Kapazitor leer ist. Welcher? Der Ender-IO, an dem man dranhängt. Welcher? Drüben. In der Basis, oder nicht? Hier, oder hängt er hier nicht mehr dran? Ja genau, der ist leer und der füllt sich jetzt erstmal auf. Mit plus 1 RF pro Tick. Keine Ahnung. Das ist, also... Ob da noch irgendwo andere sind, die auch was fressen. Was weiß ich? Der sich? Ah, tatsächlich, der füllt sich so ein bisschen. Wer ist der? Der hier bei der, beim Diesel-Generator, da ist auch noch einer. Mit, aber trotzdem, was... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwie die Energie verschwindet, weil... Naja, ich meine, die Kabel haben ja einen gewissen Verlust. Ja, aber bitte nicht von 600, was produziert wird, zu 100. Keine Ahnung, nimm halt mal das Messgerät und schau nach. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Oder so. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich meine, es hängen auch noch eine ganze Menge Maschinen dran, die auch einen internen Puffer haben. Vielleicht müssen die sich auch erstmal füllen. Das ist... theoretisch denkbar, dass die... Ja, das ist möglich. Und Logistics Pipe sind auch dran, das hat auch einen Puffer.
Der muss ich auch füllen. Und der ist groß, der Puffer. Ja, aber der wird auch ziemlich voll sein. Ja, ist er. Aber das muss ja nicht. Hätte nicht sein müssen. Hätte auch leer sein können. Ja, wie auch immer. Ja. So, wir sind am Ende. Und wie? Und haben eine Reaktorsteuerung. Das heißt, theoretisch müssen wir uns unseren Reaktor nicht mehr kümmern. Er schaltet automatisch aus. Das ist voll toll. Das ist echt toll. Wir können dann irgendwann mal schauen, dass wir uns mit dem Cyanid beschäftigen und da irgendwie dann wieder was Sinnvolles draus machen. Genau. Und was wir beim nächsten Mal machen, überlegen wir jetzt. Also. Genau. Bis dahin. Servus. Tschüss.